Hallo meine Lieben, ich mache heute den Dies oder Das Tag für euch. Ich denke, die meisten von euch kennen den und ich fange dann mal direkt an. Erste Frage, Laptop oder Computer? Definitiv Laptop. Ich bin jemand, die immer gerne mal was mitnimmt und die nicht gerne an einem Platz lange Zeit sitzt und die dann auch gerne mal den Laptop mit ins Bett nimmt. Und ja, Laptop. McDonald's oder Burger King? Ich glaube, wenn ich zurückdenke, war ich öfter bei McDonald's als bei Burger King. Die Pommes schmecken gleich besser bei Burger King, aber sonst mag ich McDonald's lieber. Deo Roller oder Deo Spray? Ich gehöre zu den Sprühern, also Deo Spray. Manchmal benutze ich auch Deo Roller, aber meistens, ja, ich finde, das klebt immer so unter den Achseln, deswegen lieber Deo Spray. Äpfel oder Erdbeeren? Das ist, glaube ich, echt eine harte Frage für mich, weil ich liebe Obst. Ich liebe eigentlich alles an Obst. Ich esse pro Tag 3 Äpfel, weiß ich nicht, im Durchschnitt vielleicht 2. Ich esse jeden Tag Äpfel und Erdbeeren gibt es halt nicht immer. Wir haben immer Äpfel zu Hause, Erdbeeren nicht. Deswegen liebe ich eigentlich umso mehr Erdbeeren in der Erdbeerzeit, aber ich kann die Äpfel auch nicht missen. Also beides. Katzen oder Hunde? Manche von euch wissen es vielleicht, ich habe eine Katze und einen Hund und ich liebe beide wirklich über alles. Und das ist eine schwierige Frage, aber wenn ich mich wirklich entscheiden müsste für Katze oder Hund, dann würde ich einen Hund nehmen, weil das einfach eine treue Seele ist und ein Begleiter fürs Leben. Und eine Katze ist ja eher so eine kleine Diva und sie schreit, wenn es kein Essen gibt, zumindest meine. Und ich würde Hund nehmen. Braun oder blond? Hallo! Braun natürlich. Süßes Essen oder herzhaftes Essen? Ich liebe beides. Ich liebe allgemein Essen. Ich könnte immer essen. Aber ich bin dann doch eher die Süße. Und ich brauche immer mal wieder was Süßes und kann nicht nur von Herzhaften leben. Und deshalb süßes Essen. Lego oder Playmobil? Ich habe früher nur mit Lego gespielt. Ich hatte nicht viel Playmobil, wenn ich mich richtig erinnere. Auf jeden Fall fand ich Lego irgendwie immer cooler und Lego. Nike oder Adidas? Nike. Ich habe mehrere Nike-Schuhe und ich kann mit Adidas irgendwie nicht so viel anfangen und deswegen Nike. iPhone oder Samsung Galaxy? Ups. Perfektes Timing. Muss ich noch was sagen? Ich habe ein iPhone. Wenn ich Samsung Galaxy geiler fände, hätte ich ein Samsung Galaxy. Aber ich habe ein iPhone, deswegen finde ich auch iPhone irgendwie cooler. Und iPhone. Party oder chillen? Ich bin nicht so der Partygänger. Man kann auch mal weggehen, Cocktails trinken oder sowas. Da bin ich immer dabei. Aber ich weiß nicht. Party ist nicht so meins. Und ich chill dann lieber zu Hause und gucke einen Film an. Und chill. Oder koch was. Oder... ja, ich bin eher die Chillerin. Subway oder KFC? Jetzt kommt eine Story von KFC, die ich mega ekelhaft finde. Ich war in Paris in einem KFC. Ich gehe nicht oft zu KFC. Das war, glaube ich, das zweite Mal in meinem Leben, dass ich bei KFC war. Und ich habe mir so Chicken Nuggets bestellt. Und da war direkt im ersten ein Knochen drin. Und seitdem bin ich nie wieder zu KFC gegangen. Ich finde das so ekelhaft. Aber ich liebe Subway, mal abgesehen davon. Ich überrede mich immer selber dazu, dass es gesund ist. Ich glaube zwar nicht, dass es unbedingt der gesündeste Snack ist, aber es schmeckt einfach geil. Und ja, ich liebe Subway. Links- oder Rechtshänder? Ich bin Rechtshänder. Cola oder Fanta? Das ist auch eine schwierige Frage für mich, weil ich meistens nur Wasser oder Tee trinke. Oder mal irgendein Latte Macchiato oder sowas in der Art. Ich trinke nicht so gerne so Softdrinks, aber wenn, dann würde ich mich für Cola entscheiden. Horror oder Liebesfilm? Ich mag manchmal Horror, weil das einfach, ich sag mal, die spannenderen Filme sind. Das sind die Filme, bei denen man nicht einschläft, aber ich bin dann manchmal auch eine kleine Schisserin. Also ich glaube, ich tendiere eher zum Liebesfilm. Liebesfilm geht immer. Nintendo oder PlayStation? Ich habe beides. Ich habe, mittlerweile zocke ich nicht mehr so, aber ich habe von früher noch eine PlayStation 2.
Ja, sehr oldschool, aber ich habe sie noch und sie funktioniert auch noch, sie ist nur ein bisschen laut. Und ich habe einen Nintendo DS, der mittlerweile auch fast kaputt ist, aber er funktioniert noch. Wenn ich jetzt überlege, mit was ich öfter spiele, dann ist es, glaube ich, Nintendo. Weil, ja, für PlayStation habe ich nur SingStar und so und ja, die Zeit ist so langsam mal vorbei. Und ich spiele sehr gerne Super Mario und ja, Nintendo. Canon oder Nikon? Ich hatte noch nie eine Nikon und ich filme auch hier mit der Canon. Übrigens ist das die Canon 700D. Ich verlinke euch mein ganzes Equipment auch immer in die Infobox, da könnt ihr auch mal reinschauen. Ja, ich liebe Canon. Ich habe schon 3 Canons gehabt und war mit allen sehr zufrieden und Canon kann ich nur weiterempfehlen. Kino oder DVDs? Das kommt immer so ein bisschen drauf an. Also ich gehe sehr gerne ins Kino, aber das ist so abnormal teuer geworden. Also bei uns kostet ein 3D-Film, glaube ich, 13 oder 14 Euro und ein normaler Film 8 bis 9 Euro. Und ich sehe es einfach nicht ein, so viel für einen Film zu zahlen. Und im Endeffekt kostet die DVD teilweise sogar weniger und du kannst dir den Film so oft angucken, wie du willst. Also ich würde sagen, DVD, aber ich gehe auch manchmal gerne ins Kino. Aber ich würde diese Frage mit DVD beantworten. Weihnachten oder Geburtstag? Das ist schwierig, weil eigentlich, ich würde sagen Geburtstag. Nicht, weil da nur ich Geschenke kriege und Geburtstag habe und Leute an mich denken, sondern weil einfach dieser ganze Weihnachtsstress nicht da ist. Versteht das nicht falsch, ich liebe Weihnachten. Und ich mag auch weihnachtliches Dekorieren und Geschenke suchen für alle. Und ich liebe es auch, Sachen zu verschenken. Aber es ist immer so eine stressige Zeit, zumal ja, ich das immer irgendwie mit meiner Familie vereinen muss, weil ich am ersten Weihnachtsfeiertag da bin, Heiligabend da bin, am zweiten Weihnachtsfeiertag da bin. Und das ist echt immer, ja, stressig. Und man will natürlich jeden Teil der Familie an Weihnachten mal sehen und das ist nicht immer so einfach und ja, deshalb Geburtstag. Zocken oder Skaten? Beides. Also gut, ich kann ein bisschen skaten. Ich kann sehr gut Inliner fahren. Gilt das auch als Skaten? Weiß ich nicht. Ich kann aber auch Skateboard fahren, fahre auch sehr gerne Skateboard, aber ja, ich komme meistens nicht so oft dazu, aber zocken tue ich auch nicht wirklich. Manchmal ein bisschen auf dem Nintendo, wenn das als Zocken gilt, ich weiß es nicht. Aber ich glaube, ich würde Skaten nehmen, weil Inliner fahren zählt ja eigentlich auch dazu und das mache ich ziemlich oft. Nacht oder Tag? Nacht. Ich bin ein absoluter Nachtmensch. Ich könnte theoretisch den ganzen Tag schlafen und die ganze Nacht arbeiten. Ich habe auch früher in der Schule Referate und so immer nachts gemacht. Ich weiß nicht warum, ich konnte mich einfach besser konzentrieren. Ja, der Tag ist für mich einfach immer Chillzeit und die Sachen, die ich machen muss, mache ich meistens in der Nacht. Und ich bin einfach ein Nachtmensch. Also Nacht. Beziehung oder Single? Ich bin in einer sehr glücklichen Beziehung und ja, Beziehung. Disney oder Looney Tunes? Disney? Hallo, Disney. Apple oder Microsoft? Puh, schwierige Frage. Ich glaube Apple. Baden oder duschen? Wenn es schnell gehen muss, dusche ich. Ich dusche auch meistens, aber so einmal im Monat mindestens gönne ich mir eine schöne Badewanne und liege da dann auch 1 bis 2 Stunden drin und mache mir ein tolles Schaumbad oder mache einen schönen Badezusatz rein. Das liebe ich einfach, das ist meine Entspannungszeit. Aber meistens gehe ich duschen, also duschen. Batman oder Spider-Man? Manche werden mich jetzt vielleicht hassen, aber Spider-Man. Dunkin' Donuts oder Starbucks? Ich glaube, ich gehe lieber zu Starbucks. Gestylte Haare oder Mütze? Ich bin nicht so der Mützenmensch. Ich trage auch im Winter meistens keine Mütze. Weil wenn ich eine Mütze aufhab und erstens kann ich da nicht so einen lässigen Dutt drunter tragen, weil es immer blöd aussieht, wenn ich eine Mütze anhab und da hinten so ein Dutt
in der Mütze drin steckt. Ihr wisst, was ich meine. Wenn, dann kann man Mützen immer nur mit offenen Haaren oder mit einem Zopf oder so tragen. Und bei offenen Haaren mag ich es nicht, weil wenn man die Mütze abzieht, dann sind die Haare immer so platt und sehen aus, als hätte man die 2 Tage nicht gewaschen. Und ich bin nicht so der Mützenfan, also lieber gestylte Haare. Manga oder Comics? Ich glaube, ich habe mit Manga noch nie etwas zu tun gehabt. Entschuldigung, ich entscheide mich für die Comics. Ich habe früher öfter mal Asterix-Comics und so. Asterix und Obelix. Sowas habe ich früher mal gelesen. Ja, also Comics. YouTube oder Fernsehen? Ich glaube, diese Frage beantwortet sich hier von alleine. Ich liebe YouTube. Da kann man sich angucken, was man gerade gucken möchte. Ob das Comedy ist oder ob das irgendwelche Tipps und Tricks sind. Ich entscheide mich definitiv für YouTube. Und da interessiert mich auch für euch. YouTube oder Fernsehen? Schreibt mir in die Kommentare. Das ist meine Videofrage dieses Mal. Und damit verabschiede ich mich nun auch schon und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss! Blond? Oh nein, braun! Scheiße! Disney oder Looney Tunes? Ich kann das nicht aussprechen. Disney oder Looney Tunes? Wie heißt das jetzt?